Ich heiße Janusz Gadomski. Ich bin 45 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Ja, ich spiele Gitarre. Wenn warm ist, spiele ich irgendwo. Ich mag Prater spielen. Da kommen die Leute, die Morgenkultur. Das ist super gut. Zum Beispiel, wenn ich in anderen Plätzen gespielt habe, waren solche Fälle, dass die Leute beschimpfen mir. Zum Beispiel mit Steinen werfen und so weiter. Das Spielen auf der Straße, das ist ein bisschen gefährlich. Also, ich bin ein Amateur. Meine Lieder sind großen Teil über Politik. Ich spiele am öftesten am Kasperplatz. Ich habe am Floridsdorf zum Beispiel gespielt, am Schönbrunn, am Prater und so weiter. Ich darf nicht überall spielen, muss man eine Erlaubnis haben. Also jetzt habe ich solche Erlaubnis und spiele ich am Kasperplatz, weil es kalt ist. Wir haben in Polen keine Demokratie. In Polen regiert jetzt eine Bande. Der Tusk, unser Premierminister, ist ein Bandit und deshalb bin ich hier. Ja, ich habe vorher viel getrunken. Und jetzt trinke ich nicht mehr. Ich brauche nicht mehr trinken. Wenn ich jung war, ich trank zum Beispiel eine Flasche Wein sofort. Aber das war nicht genug. Ich musste drei Flaschen Wein trinken. Oder eine Flasche Wodka. Dazu ein paar Bier. Die polnischen Leute trinken viel. Das ist unsere Tradition. Aber das ist nicht Schuld der polnischen Leute. Ich habe ungefähr 300 Euro für mich. Ich spende jetzt Blut. Und ich spiele Gitarre. Das sind meine Einkommen. Ich bekomme kein Geld vom Sozialamt oder Arbeitsamt. Das Geld, was ich momentan habe, reicht mir. Ich habe leider derzeit keine Arbeit. Ich suche aber. Vielleicht werde ich in einer oder 2 Wochen arbeiten. Ich habe schon hier als Reinigungskraft gearbeitet. Es ist schwer, eine gute Arbeit finden und die Arbeit halten, festhalten. Das ist wirklich schwer. Naja, ich habe Probleme mit Verständnis. Das ist meine große Probleme, aber naja, geht. Mein normaler Tag jetzt in Österreich sieht so aus. Also ich stehe morgen früh ungefähr um 7 und 8 Uhr. Ich gehe nach Arbeitsamt, ich suche Arbeit, ich lerne zu Hause. Ich lese, wenn ich Zeit habe, trainiere meine Muskeln. Naja, das ist mein normaler Tag. Ich habe 2 Töchter. Meine Eltern sind schon tot. Deshalb, wenn ich hier eine Arbeit finde, eine Wohnung,
werde ich meiner Familie helfen. Ich lese schon auf Deutsch die Zeitungen, ein Buch des russischen Poeten Meister und Margarita. Ich verstehe nicht alles, was ich lese, aber naja, ich lese auch die Bücher für Kinder. Das ist für mich ein bisschen leichter. Maika, die Kinder? Was? Wieso? Welche Kinder? Sie starren die alten Leute erwartungsvoll an. Eure Kinder werden hoffentlich schon im Bett liegen. Ich möchte, also ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Mein Deutsch ist derzeit nicht so richtig. Ich mag lernen. Ich mag zum Beispiel Politik. Ich mag Geschichte. Ich mag Philosophie und so weiter. Ich mag lernen. Vielleicht werde ich hier studieren. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber ich werde probieren. Ich lerne die ganze Zeit und ich werde auch auf Deutsch singen. Mein Lebenstraum. Naja, wie jeder Mensch, ich glaube. Also eine Familie gründen, eine gute Arbeit haben und dann später einen Sport machen und so weiter. Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn mein Land befreit ist. Zum Leben, ich brauche Wahrheit. Das ist mir wichtigste. Deshalb bin ich hier. Zum Leben brauche ich Wahrheit. Mein Name ist Lukas Hartl, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Wien. Ich habe 3 Jahre lang eine Tischlerlehre gemacht und beendet, mit 99% sogar. Und dann habe ich 1 Jahr beim Spar gearbeitet und seitdem arbeitslos leider. Also mit fremden Menschen umgehen, schwer umgehen tue ich mir nicht, aber ich hasse einfach Menschen, die ich nicht kenne. Und sie schauen einfach alle mit so einem ignoranten, dummen Blick, den ich nicht leiden kann. Und solange ich sie nicht kenne, ja, hasse ich sie eben und ich versuche auch gar nicht, mich mit ihnen anzufreunden. Also seit September wechsle ich meinen Wohnsitz, da hat es dann angefangen mit der Polizei, wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahl. Ja, also der Mitbewohner meiner Schwester, der hat keine Miete bezahlt, ist rausgeschmissen worden, ist am nächsten Tag mit seinen Haaren gekommen, ist eingebrochen, hat meine Schwester verprügelt. Sie hat mich halt angerufen, weinend natürlich, mich voll aufgebracht, ja, zeig mir die natürlich und hab's mir dann halt geholt für ihre Arbeit. Also meine letzte Beziehung war auch meine erste Beziehung. Eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, also ich kann mich da nicht beschweren. Es war auch schön verliebt zu sein, alles rosarot zu sehen, jemanden zu haben, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt. Kuscheln ab und zu sogar auch schön, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, der Abschluss war einfach so wie jede Beziehung, sage ich mal. Es gibt einfach in einer Beziehung der, der liebt und der geliebt wird. Und der liebt, ist einfach der was am Schluss verliert. Sie ist ausgegangen damit, sie war schwanger, nicht von mir. Und den Typen, der sie beschwängert hat, den Gernot, den wollte ich sehen. Den habe ich dann auch gesehen. Und das war der erste Typ, wo ich nach Hause gegangen bin zu ihm und das bei ihm zu Hause halt geregelt habe. Was meine ich? Ich meine, ich bin zu ihm nach Hause gefahren, stark betrunken, auf Kokain und Speed, habe die Tür eingetreten. Hab seine Mutter und seine Schwester niedergeschlagen, bin ins Zimmer zu ihm, hab ihn niedergeschlagen, hab mich dann mit Zino getroffen, verweint, mein Leben nicht gepackt, hab mich mit ihm einmal Situationen besprochen, was wir machen. Polizei gerufen natürlich, Selbststellen, Linderung, alles, dann in U-Haft gewesen und vor Gericht. Also ja, Straßenschlägereien, sag ich, hatte ich ja schon ein paar. Sind für mich böse. Also es war immer so, dass
damals noch zumindest war es so, dass einer von uns im Krankenhaus war. Das heißt, ich oder der andere. Das Heftigste, was mir hier bei einer Straßenschlägerei passiert ist, das war das. Ich glaube, das war, als ich zugesehen habe, wie ein Freund von mir einen anderen mit einem Baseballschläger einfach wirklich den Kopf niederhaut. Das ist zusammengesackt wie ein Sackkartoffel. Das war, glaube ich, echt das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Bitte stirb nicht, habe ich mir dabei gedacht. Bitte sei nicht tot. Mein Vater ist verstorben, als ich 6 war. Das ist also meine Schwester und ich sind auch die ersten 6 Jahre im Heim aufgewachsen. Und als mein Vater verstarb, sind wir zu unserer Mutter wieder gekommen. Meine Erinnerungen an meine Kindheit, eine ja, stark alkoholisierte Mutter und meine Schwester, die einfach andauernd nur weint. Ich verstehe mich gar nicht mit meiner Familie. Also bei meiner Mutter, ich würde am liebsten echt den Schädel einhauen. Also ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie. Ich habe es meiner Mutter schon gesagt, seit ich klein bin, dass ich, sobald ich die Chance habe, wegzugehen, weggehe. Und habe es auch durchgezogen dann mit 16. Ich habe meine Mutter das erste Mal gesehen, ein paar Wochen nach meinem 6. Geburtstag, woran ich mich erinnern kann. Da war sie schon ziemlich alkoholisiert und auf sämtlichen Drogen. Meine Schwester war damals 4. Für die war das noch ein bisschen schlimmer als für mich, sowas kennenzulernen. Wir hatten auch plötzlich 2 neue Geschwister, das auch ziemlich, ziemlich neu war für uns. Es gab selten Tage, wirklich selten Tage, wo sie nüchtern war. Das sind 10 Minuten, glaube ich. Ich will ihn nicht nie brauchen lassen. Ich hasse ihn. Ich weiß nicht mal, wie ich ihn verkaufe. Es gab so Sachen wie ja, zu Weihnachten. Einer darf nicht Weihnachten feiern, damit die anderen feiern können. Und ja. Sachen wie, ja, jemand schmeißt ein Fenster ein, er ist noch zu jung, um bestraft zu werden, kommen die 2 Ältesten halt dran. Und ja, muss in der Ecke stehen oder bekommt halt seine Bavagen und nichts zu essen. Ja, also ich nehme auch andere Sachen zum Beispiel als Cannabis. Mahlzeit. Aus welchem Grund ich Drogen nehme, ja, also als Ablenkung und zum Party machen. Vielleicht weil es mir auch gerade schlecht geht oder weil es mir gerade eben so gut geht. Also es kommt wirklich auf die Stimmung an, aber man findet immer einen Grund. Größte Angst, okay, es sind 2 verschiedene Sachen. Meine größte Angst ist, vergessen zu werden. Also ich will nicht vergessen werden, glaube ich. Ich will irgendwas Großes vollbringen, wo man wirklich noch in Jahren darüber redet, dass es ich war und das habe ich getan. Meine größte Sorge ist, ja, wie ich das anstelle. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, to pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowodowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim ostatnie uprzejmie spełni kat. Ja nienawidzę, gdy ktoś przerwie mi rozmowę, w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzał w tył głowy, do sal w powietrzu czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdat szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć całej duszy nienawidzę ich.